Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt, heute geht es ein bisschen ernster zur Sache, beziehungsweise ich will euch einfach mal zeigen, beziehungsweise mal sagen, euch Ratschläge geben, was auch immer, wie ihr jetzt sozusagen die jetzige Krise, die herrscht, ist ja im Prinzip eine Situation, die nie vorher da gewesen ist, am besten übersteht, wie ihr euer Training gestalten könnt, wie ihr am besten mit eurem Mindset umgehen könnt und wie ihr einfach generell die Situation sozusagen am besten überlebt. Überleben tut es ja sowieso die meisten derzeit. Es ist einfach nur das Mindset bzw. der Kopf, der jeden Einzelnen von euch wahrscheinlich da draußen fickt. Also ja, viel Spaß in dem Video und ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen. Starten wir mal damit, wie die Situation derzeit ist. Also heute ist Sonntag, das heißt, ich rede genau vom jetzigen Stand. Das ist kurz nach 17 Uhr, ich glaube 17.30 Uhr, der 15.03.2020, Sonntag. Wie gesagt, ich war vorher schon trainieren, habe mir noch mal die letzte Trainingssession im Gym sozusagen gegönnt, bevor alles dann zusperrt für die nächsten 4 Wochen mindestens. Das heißt, bis Ostern wird das Ganze auf jeden Fall zugeschlossen sein. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall noch länger zu sein. Hoffentlich mal nicht bis zu den Sommerferien. Das ist natürlich absolut kacke, weil es einfach so lange zu ist. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Man kann sowieso nichts dagegen machen. Wir sind nicht die Einzigen, die darunter leiden. Wir sind eigentlich sowieso eher die Memmen, die sich aufregen, dass sie nicht trainieren können. Es hängt einfach so viel anderes noch dran. Die Wirtschaftskrise und so weiter. Unternehmer, Arbeitnehmer, Schüler, die dann ihren Schulabschluss vielleicht nicht rechtzeitig schaffen, schon ihr Leben weiterhin geplant haben, dann die Uni-Prüfungen versäumen und dann irgendwie ein Jahr verschwenden müssen oder so. Also es hängt auf jeden Fall extrem viel an diesem Coronavirus dran, was einfach extrem krank ist und man sich vor 3 bis 4 Wochen einfach noch nicht vorstellen hätte können, vielleicht vor 2 Wochen sogar noch nicht vorstellen könnte. Jetzt in den anderen Ländern kann man sich auch noch immer nicht vorstellen. Jetzt in Österreich ist die Situation halt echt krank real geworden. Es werden im Prinzip empfohlen, nicht mehr das Haus zu verlassen, nur mehr bei dringender Berufstätigkeit, um Erledigungen zu machen oder um kranken oder hilfsbedürftigen Menschen zu helfen. Man darf keine Leute mehr außerhalb des Hauses treffen. Und wie gesagt, es werden Spielplätze zugemacht, es werden Sportplätze zugemacht, das heißt auch Trainingsmöglichkeiten, die man hätte, sind einfach nicht mehr vorhanden. Das heißt, man muss sich jetzt wirklich komplett darauf beschränken, entweder draußen joggen zu gehen, alleine natürlich, ohne Freunde oder vielleicht mit Familienmitgliedern, falls möglich. Oder einfach sein Training zu Hause zu gestalten oder kann man natürlich auch machen, komplett Pause zu machen, sich mal zurückzunehmen, sich anderen Dingen zu widmen, vielleicht auch einfach in Arbeit investieren. Es werden derzeit wieder freiwillige Helfer gesucht. Ich habe auch gehört, dass alle ehemaligen Zivildiener dazu aufgerufen werden, sich freiwillig zu melden, um einfach zu helfen, sei es in der Lebensmittelbeschaffung, sei es bei Supermärkten einzuräumen, sei es in der Alpenpflege, also falls ihr ehemalige Zivildiener seid und Arbeit sucht, weil ihr vielleicht derzeit ohnehin nicht arbeiten könnt und einfach gerne helfen wollt, meldet euch natürlich gerne, nicht bei mir, sondern bei der Regierung oder bei der Zivildienstserviceagentur. Ich weiß nicht, wo man da genau hinschreibt, aber werdet auf jeden Fall einen Weg finden, helfen zu können und dann ist natürlich allen damit geholfen. Ich weiß auch nicht, wie es dann bei mir weitergeht. Morgen steht theoretisch Kindergarten an, der hat ja eigentlich noch offen, aber ich glaube, ab Dienstag macht er so ziemlich alles zu. Ich denke mal, ich werde dann auch irgendwie anders eingesetzt. Vielleicht in der Alpenpflege oder so. Sanitäterausbildung habe ich ja sozusagen offiziell nicht. Also keine Ahnung, ob ich dann theoretisch als Sanitäter auch arbeiten müsste oder könnte in dem Fall. Muss ich dann sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also die Situation ist einfach definitiv nicht einfach und vor allem neu für alle. Das ist halt das Ding. Es werden definitiv irgendwie neue Pandemie- und Virusgesetze aufgenommen. Also wie das Ganze dann in ein paar Monaten aussieht, bin ich einfach mega gespannt und es ist einfach auch spannend, finde ich, das alles mitzuverfolgen, wie Österreich reagiert, wie die ganze Welt regiert, wie sich das so herumzieht. Es waren jetzt im Prinzip die letzten paar Tage schon alles lahmgelegt und das hat einfach schon einen riesen Einschnitt in die Wirtschaft bedeutet, was einfach nur absolut crazy ist. Und ja, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, wie gesagt, Training, was das Training betrifft, es sind alle Fitnessstudios ausnahmslos zugesperrt, es dürfen in Österreich nicht mehr als 5 Leute in einem Raum sein, was auch einfach krank ist, wir sind eigentlich schon 6 Leute in der Familie, also theoretisch ist es schon fast nicht mehr erlaubt, dass wir alle in einem Raum zusammen sind, wobei da ist natürlich was anderes, aber wie gesagt, man darf sich nicht mehr mit Freunden treffen und irgendwann werden sicher auch Ausgangssperren verhängt und das ist einfach nur das Ziel, damit ihr das auch versteht, für die, die es noch nicht wissen, dass der Ausbruch im Prinzip eingedämmt wird, damit nicht alle gleichzeitig erkranken, weil das früher oder später passieren wird. Das heißt, es ist geplant, dass im Prinzip alle Menschen an dieser Krankheit erkranken, aber eben nicht gleichzeitig. Also es wird versucht, das eben auszudehnen, damit die Intensivstationen und die Intensivbetten auf den Krankenhäusern eben nicht dauerhaft alle belegt sind und die Ärzte natürlich auch nicht
ihr ganzes Leben dafür arbeiten müssen oder ganze Wochenstunden dafür verbrauchen, um den Leuten zu helfen, weil die einfach auch alle komplett überlastet sind, natürlich dann das Immunsystem auch geschwächt wird und dann die erst recht krank werden. Und dann wird es kritisch, wenn Ärzte, Sanitäter und so krank werden und niemand mehr helfen können, dann sind wir alle am Arsch, Leute. Also haltet euch an die Regeln, auch wenn ihr nicht krank seid. Tut so, als wäre, also verhaltet euch so, als hättet ihr ein Virus. Seid vorsichtig mit allem, was ihr anfasst. Es kann natürlich auch sein, dass ihr keine Symptome aufweist, obwohl ihr den Virus eventuell schon habt. Das kann natürlich sein. Es betrifft, wie gesagt, nicht jeden die Symptome. Bei einem sind sie stärker, bei einem treten sie gar nicht auf. Es ist genau wie mit der Grippe. Manche spüren extrem starke Symptome, manche eben nicht. Also einfach aufpassen, Leute. Das ist mein Appell an euch. Ich bin genauso. Ich wasche mir auch mega, mega oft die Hände. Und das Wichtigste, Leute, was die meisten wirklich vergessen: Reinigt euer Handy regelmäßig. Ihr wisst gar nicht, wie oft und wie viele Bakterien auf eurem Handy drauf sind. Ihr greift das im Prinzip jedes Mal an, wenn ihr in die Straßenbahn einsteigt, wenn ihr im Fitnessstudio seid. Also wirklich regelmäßig desinfizieren, wenn ihr es irgendwo mit schmutzigen Fingern angegriffen habt. Das heißt, vor allem nach dem Fitnessstudio, vor allem wenn ihr eben öffentlich unterwegs seid, desinfiziert euer Handy und natürlich auch eure Hände gleichzeitig und fasst dann nicht mit den dreckigen Händen wieder das Handy an, weil so ist das Ganze dann einfach nur unnötig und dann hättet ihr das Handy gar nicht desinfizieren sollen. Und natürlich auch alle anderen Sachen. Und natürlich auch alle anderen Sachen, die er anfasst, sind dann mit Bakterien befallen. Ich glaube, der Virus überlebt sogar an Kleidung 10 Tage oder 2 Wochen oder so. Also einfach aufpassen, wo ihr euch überall hinfasst, vor allem ins Gesicht. Das ist nicht, wenn ihr unterwegs seid, fassen. Ich habe auch schon mega drauf geachtet, dass ich wirklich mich nicht irgendwo kratze im Gesicht. Sei es jetzt auf der Wange oder bei den Augen oder auf der Nase, ist eigentlich komplett egal. Wenn ich mich kratze, mache ich es meistens so oder auf irgendeine andere Weise. Thema Training. Was das Training betrifft. Da haben mich auch extrem viele Leute gefragt haben, Paul, was machst du jetzt? Für dich muss ich ja besonders treffen, wenn du nicht trainieren gehen kannst. Sind ja alle Gyms zu, wie trainierst du jetzt? Was machst du vielleicht mit der vielen Zeit oder so? Also ich muss sagen, mich trifft es ehrlich gesagt nicht so hart. Es fühlt sich eigentlich fast so an, als würde sozusagen schon fast so ein bisschen eine Last von mir fallen, irgendwie der Zwang ins Fitnessstudio zu gehen, ist nicht mehr vorhanden. Vielleicht geht es vielen von euch genauso irgendwie. Der Zwang zu performen ist nicht mehr am Start. Ihr könnt sozusagen ausweichen. Keine Ahnung, ob ich jetzt der Einzige bin, der so denkt. Aber für mich ist auch mal geil, andere Sachen auszuprobieren. Ich bin sowieso eher vielseitig. Ich mache gerne andere Sportarten. Auch wenn es jetzt eher schwierig ist, keine Ahnung, Fußball oder Tennis oder sowas zu spielen. Aber trotzdem ein bisschen mal Homeworkouts einzubauen, ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Und Abwechslung ist sowieso immer nice. Virus ist kicking in. Ich habe so einen ähnlichen Realtalk übrigens auch schon auf Insta geführt, also so ein paar Stories einfach gemacht, weil mich da eben wirklich extrem viele Leute gefragt haben, wie ich jetzt weitermache. Und ich habe da auch schon Schülern empfohlen, zum Beispiel ihre Zeit sinnvoll zu nutzen, sich entweder auf den Schulabschluss vorbereiten oder wenn sie jetzt noch mitten in der Schulzeit sind, vielleicht Gelerntes nachzuholen, was sie versäumt haben oder wo sie vielleicht glauben, dass sie noch nicht so weit sind wie die anderen aus der Klasse, das heißt da einfach die Zeit sinnvoll nutzen. Oder sich einfach in anderen Gebieten weiterzubilden. Theoretisch könnte man auch einen komplett neuen Berufsweg einschlagen. Für die Leute, die jetzt alle gezwungen sind, zu Hause zu sein, ihren üblichen Beruf nicht mehr ausüben können, können sich jetzt einfach komplett anders orientieren, vielleicht Geschäftsideen entwickeln, vielleicht sich businesstechnisch weiterentwickeln, einfach weiterbilden, auch was Training betrifft, YouTube schauen, Ernährung studieren, also Ernährungs, nicht Tipps, Informationen herankriegen und sich einfach weiterbilden. Ihr habt jetzt so viel Zeit. Nutzt diese Zeit sinnvoll, besorgt euch Bücher, besorgt euch Home-Equipment. Ich habe ja auch im letzten Vlog schon gezeigt, oder der Vlog kommt, glaube ich, sogar erst online, was bei mir alles so zu Hause ist. Also ein paar Grundausstattungen, die jeder zu Hause haben sollte, mit denen sich eigentlich mega easy trainieren lassen kann. Und da muss man eigentlich auch nicht so viel verzichten. Muskelerhalt ist echt, echt easy. Also wenn ihr auf Diät seid, würde ich diese Diät eher pausieren, das heißt auf Haltekalorien zumindest erhöhen, damit ihr wirklich keine Muskeln verliert. Weil wenn ihr jetzt natürlich euer Training umstellt, nicht mehr ganz so intensiv trainieren könnt, beziehungsweise solltet, ihr solltet euer Immunsystem auch ein bisschen schonen jetzt in der Zeit und auf Körpergewichtsübungen umsteigt, beziehungsweise einfach auf leichtere Hanteln oder was ihr halt dann immer zu Hause auch macht für Training, eher auf Haltekalorien erhöhen. Und wie gesagt, Muskelerhalt ist ziemlich easy. Man muss gar nicht so heftig trainieren, um Muskeln zu erhalten. Muskelaufbau ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, Muskelerhalt ist nicht schwierig.
Schnappt euch ein paar TRX-Bänder, ein paar Dera-Bänder, vielleicht ein paar Gewichtsscheiben oder so, eine Klimmzugstange auf jeden Fall. Und damit könnt ihr wirklich schon richtig viel machen. Einfach die TRX an der Wand befestigen, könnt ihr Butterfly machen, Liegestütz-Variationen, rudern könnt ihr auch, euch einfach reinhängen oder hochziehen. Also eigentlich kann man zu Hause theoretisch eh schon alles Mögliche machen. Gibt ja auch schon zahlreiche YouTuber, die schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, ich weiß gar nicht, wie lange es YouTube gibt, ich glaube 10 Jahre gibt es auf jeden Fall schon, die vor 10 Jahren schon Homeworkouts hochgeladen haben. Das heißt, Workout-Videos wird es auf jeden Fall genug auf YouTube geben. Ich werde demnächst definitiv auch noch ein paar Sessions hochladen aus meinem Home-Gym im Prinzip. Und mal schauen, was ich dann genau machen werde. Ich habe mir noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht viel überlegt. Ich habe mich jetzt heute mal komplett abgeschossen. Das heißt, die nächsten 2 Tage werde ich eher mal resten und mir mal überlegen, vielleicht auch so einen kleinen Plan zusammenstellen. Vielleicht werde ich auch derzeit zweimal am Tag trainieren. Das heißt, in der Früh vor der Arbeit, je nachdem, wie jetzt meine Arbeit weitergeht, ob ich weiter in den Kindergarten muss, ob ich eventuell zu Hause bleiben kann oder ob ich irgendwo anders eingesetzt werde, eben werde ich vielleicht in der Früh schon vor der Arbeit was zu Hause machen und danach dann nochmal, das heißt sozusagen Training ein bisschen aufsplitten. Dafür dann vielleicht nur so 3 bis 4 Mal die Woche trainieren, auch ein bisschen zurücknehmen, habe nochmal Zeit für andere Sachen. Vielleicht ein paar Bücher wieder mal reinschnuppern, ich habe eh schon länger keine Bücher mehr gelesen. Oder mich einfach auf anderen Gebieten weiterentwickeln, vielleicht doch in Aktien mich ein bisschen informieren, weil derzeit ist die Aktiensituation ja mega, mega interessant. Wie gesagt, Wirtschaftskrise ist immer, sollte man immer hellhörig sein, im Prinzip was Aktien betrifft, weil es natürlich eine mega spannende Situation ist. Smart Gains hat dazu, glaube ich, auch ein paar gute Stories gemacht. Also dahingehend auch informieren, was Investitionen angeht, weil das bietet auf jeden Fall ordentlich Chancen, Cash rauszuholen. Vielleicht nicht jetzt in der Zeit, aber dann in wenigen Jahren, wenn die Aktienkurse sich wieder stabilisiert haben, kann man auf jeden Fall gut Profit gemacht haben, wenn man zum richtigen Zeitpunkt investiert. Falls ihr dazu ein extra Video wollt, ich bin kein Aktienexperte, also müsst ihr bei irgendeinem anderen vorbeischauen. Gibt sicher auch genug YouTube-Kanals, die dieses Thema aufgreifen. Aber wie gesagt, schnappt euch ein paar TRX-Bänder, ein paar Terra-Bänder, ein paar Gewichte, vielleicht eine Langhantel zumindest und eine Bank und dann seid ihr eigentlich mega gut aufgestellt, könnt ihr ziemlich alles trainieren. Geht vielleicht mal laufen zwischendurch. Ich mache jetzt auch wieder vielleicht wieder vermehrt Cardio, gehe vielleicht spazieren in der frischen Luft, vor allem, weil den ganzen Tag zu Hause eingesperrt zu sein, ist sowieso schrecklich. Also, geht in die frische Luft, geht laufen, macht ein bisschen Sport, Outdoor. Ich werde jetzt vielleicht sogar mit dem Fahrrad in den Kindergarten morgen fahren. Von der Strecke her ist das nicht wirklich unterschiedlich, weil die öffentlichen Verkehrsmittel sowieso eher als dreckig gelten, auch wenn ich trotzdem nichts anfasse, ist es natürlich trotzdem eher ein Risikofaktor. Also wie gesagt, ich werde, glaube ich, mit dem Rad fahren, jetzt wird sowieso wieder ein bisschen wärmer. Und dann werden auf jeden Fall bald Homeworkouts folgen, also seid darauf gespannt. Wie gesagt, zerstört euch selber im Kopf jetzt nicht so sehr, nur weil das Gym jetzt geschlossen hat, das ist kein Weltuntergang, es gibt schlimmere Dinge. Andere Leute haben einfach viel heftigere Probleme. Habe ich auch schon beim letzten Corona Real Talk Video gesagt. Also wie gesagt, macht euch nicht zu sehr im Kopf. Haltet euch an das, was der Staat vorgibt. In Deutschland wird es bald auch soweit sein. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon soweit. Ich glaube, die Gyms haben auch schon geschlossen. Schulen und Kindergärten auch. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis auch in Deutschland Ausgangssperren bzw. Empfehlungen ausgesprochen werden, das Haus nicht mehr zu verlassen. Also wie gesagt, seid dafür ready. Besorgt euch vielleicht ein bisschen Equipment, solange ihr noch könnt. Bei uns hat schon alles zu. Vielleicht kann man sich noch was bestellen, aber ich glaube, auf Amazon ist auch schon echt viel ausverkauft. Also Leute, seid gewappnet für euer Home-Training und dann bleibt natürlich fit, immer brav Hände waschen und das Wichtigste, desinfizieren vom Handy und generell die Sachen, die man alltäglich einfach mal angreift, darauf mal zu achten, sich generell weniger ins Gesicht zu fassen und generell Dinge weniger anzugreifen. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was euch extrem weiterhelfen kann, was anderen Leuten extrem weiterhelfen kann und was natürlich generell der ganzen Welt weiterhelfen kann, den Virus so gut wie möglich einzudämmen. Also Leute, mittlerweile ist es kein Spaß mehr, es ist totaler Ernst. Auch wenn der Virus nicht für alle gefährlich ist, werden insgesamt trotzdem extrem viele davon betroffen sein. Also es sind einfach extrem viele davon betroffen. Und deshalb achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Das ist, glaube ich, ein sehr erwachsenes Statement von mir. Also vermutlich das erwachsenste Video, was ihr je von mir gesehen habt. Hoffentlich nicht wäre das. Ich denke, in Zukunft werde ich mich auch noch weiterentwickeln. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like, schreibt einen Kommentar. Ihr könnt ja gerne mal eure Workout-Ideen in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze handelt, um der Community vielleicht ein bisschen weiterzuhelfen. Und dann einfach gegenseitig supporten. Vielleicht findet sich ja auch Gemeinschaften, die gemeinsam trainieren. Mittlerweile in Deutschland ist ja noch möglich, in Österreich können sich ja mehrere Leute nicht mehr treffen. Aber ja, wie gesagt, stay safe, Leute, stay healthy, immer brav Hände waschen. Ich bin damit raus, wünsche euch
gute Gesundheit, viel Glück im Kampf ums Überleben und im Kampf um Lebensmittel und Klopapier, nicht hamstern. Das ist einfach nur Bullshit. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Video, wahrscheinlich schon wieder morgen. Bis dahin. Ciao.